Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet und haben dem Volk aufs Maul geschaut. Sie machen eine hervorragende Musik, eine Musik zum Hören, zum Mitsingen und zum Tanzen. Aber nicht nur eine Musik für Bauch und Beine, sondern auch für den Kopf. Mit ihren kritischen und witzigen Texten haben sie den Nerv des Publikums getroffen. Sie sprechen eine Sprache, die auf der Straße gesprochen wird. Ihr Lied Bruttosozialprodukt wurde zum Gassenhauer des Jahres. Hier ist Geier Sturzflug. Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Schon nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnen, dann hat einer nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tak, 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 tak. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Hier ist die Goldene Europa. Herzliche Gratulation. Wollen Sie was sagen? Ja, wenn ich diese Goldene Europa so anschaue, sie ist wirklich etwas gesichtslos und zerrissen. Und ich denke, wenn ich jetzt sage, wir wünschen uns alle, dass Europa noch lange steht, ist das auch in Ihrem Sinne? Glaube ich auch.